Meine Damen und Herren, ich darf mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Karin Tietze-Ludwig. Viele Menschen kennen mich noch aus meiner Arbeitswelt als Moderatorin, Lottofee in der ARD und als Autorin. Meine Aufgabe damals hat sehr vielen Menschen das finanzielle Glück gebracht. Leider konnte ich diese Menschen nicht oft von Angesicht zu Angesicht kennenlernen. Mit meiner Schirmherrschaft für Friends Kinderhilfe International habe ich nun oft die Möglichkeit, Glück in vielfältiger Form von Angesicht zu Angesicht zu übermitteln. Bei meiner früheren Tätigkeit hing Glück nur von einigen richtigen Zahlen ab. Das Glück, das die Friends Kinderhilfe International heute benötigt, erfordert allerdings weitaus mehr. Es erfordert das soziale Engagement von Menschen, die die Zukunft notleidender Kinder nicht als Zufallsprodukt sehen, sondern eine soziale Verpflichtung und Verantwortung zur Hilfe in sich spüren. Geborgenheit, ein Glück für die Kinder in einer seit 20 Jahren von politischen Krisen, Krieg und Naturkatastrophen gezeichneten Region unserer Welt. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 900.000 Kinder durch mehrfache Vertreibungen, Gewalt und den Verlust von Familienangehörigen zum Teil schwer traumatisiert und als extrem notleidend zu betrachten sind. Wer ist denn Friends Kinderhilfe International, werden Sie sich fragen. Friends wirkt als gemeinnütziger Verein seit 1994 in Sri Lanka. Ein deutsches Team, ein Team vor Ort und die vielen Mitglieder und Freunde des Vereins sind die Menschen von Friends. Die Projektleiterin Silvia Merkle lebt seit 2003 in Sri Lanka und koordiniert mit ihrem Team die Projekte und betreut die Patenschaften. Sie wird uns nun einen kleinen Einblick in den Alltag vor Ort geben. Vielen Dank, Frau Tietze-Ludwig, für Ihre einführenden Worte. Ich berichte hier live aus Sri Lanka. Mein Name ist Silvia Merkel, ich bin Projektleitung hier vor Ort seit 3,5 Jahren für Friends Kinderhilfe International. Und wir befinden uns hier in Hikkaduwa an der Südwestküste Sri Lankas in einem Jungenheim, das seit längerer Zeit von Friends Kinderhilfe betreut wird. Wir haben seit mehreren Jahren ein Patenschaftsprogramm für über 120 Kinder, das wir betreuen. Und das ist das einzige Einkommen, das diese Kinderheime haben und somit den Kindern eine gute Ernährung, eine gute Ausbildung und Kleidung etc. bieten können. Es ist viel zu leisten. Die Mitarbeiter von Friends kennen jedes Kind und jede Familie, betreuen und überwachen die weiterführenden Maßnahmen. Vielen Kindern gibt Friends ein erstes, vor Übergriffen einer zerfallenen Gesellschaft sicheres und schützendes Zuhause. Für diese Kinder suchen wir Paten in Deutschland, die durch ihre finanzielle Hilfe dem Kind eine sichere Zukunft ermöglichen. Die Kinder und Jugendlichen, deren nachwachsenden Generationen, erhalten Ausbildung in Sprache, Mathematik und modernen Technologien. Sie lernen, soziale Verantwortung zu übernehmen und diese Kompetenz später gegen Krieg, Hass und Not einzusetzen. Sie werden vor Ort die Helfer und die Lehrer von morgen sein. Jeden Tag, wir benutzen dieses Gebäude für Preschool oder Montessori. Denn nachmittags, abends machen wir extra Klasse. So, das ist unser Hauptproblem. Denn in Patirajagama, was wir haben, kein genug Platz. Das Hauptsache, wir müssen nächstes Jahr richtiges Haus bauen. Meine Damen und Herren, ob Sie einem Unternehmen vorstehen oder ob Sie Privatperson sind, soziales Engagement durch soziale Verantwortung zahlt sich auch für Sie aus. Zukunftsperspektiven und sozialen Frieden brauchen nicht nur die notleidenden Kinder in unseren Projekten. Die Menschen und die Berufung, die hinter Friends Kinderhilfe International steht, haben mich überzeugt. Ich bin froh, dem Team anzugehören und damit den Kindern helfen zu können.
kommen auch Sie in unser Team. Bitte helfen Sie, uns zu helfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Ihre Karin Tietze-Ludwig.